Schönen guten Abend, recht herzlich willkommen zu Switchbox. Sie befinden sich gerade akustisch im Energiegenerator des Kölner E-Werks. Switchbox angeht. Ich will nicht diesen Mastermind rauskehren. Es geht eher um eine andere Situation dabei, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Improvisationen in größeren Gruppenkollektiven so evolutionäre Prozesse verfolgen. Und das interessiert mich überhaupt gar nicht als Musiker. Dieses sessionhafte Dödeln auf irgendeiner tonalen oder sonstigen Idee. Mich interessiert das Szenische. Und ich möchte ganz klare Strukturwechsel. Ich möchte miteinander von unterschiedlichen musikalischen Stilistiken Ebenen. Das finde ich also sehr viel interessanter. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das Bewusstsein einer Schaltung in einem musikalischen Prozess
den Spieler veranlasst, sehr viel genauer über seinen musikalischen Moment und Einsatz nachzudenken. Also zu wem er sich verhält, wie. Weil er auch ganz klar sich damit ins Licht setzt. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man mit Improvisationsmusik umgehen kann, ohne den direkten musikalischen Haushalt zu zerstören, dennoch irgendwie eine Schnitttechnik zu entwickeln, die dem Spieler Räume öffnet, Anweisungen gibt, wann er was zu tun hat, wann er spezielle Einsätze verfolgt und dementsprechend habe ich dieses Spielsystem entwickelt. Es gibt, wie Sie ja gesehen haben, eine Hauptkonduktionsebene, die von mir ausgeht. Das heißt, diese schwarzen, einfachen, kleinen Lichtkegel, die da oben hängen, irgendwie werden also von mir geschaltet. Jeder Spieler hat so eine Schaltung. Mit dieser Schaltung erfolgt auch eine Dia-Schaltung, die einen möglichen Raum repräsentiert. Als zweite Ebene hat der Spieler halt seine kleine Privatismen, seine private Haushaltslampe, mit der er dann Eigenschaltung machen kann, mit dem er also sozusagen guerillatechnisch gegen die bestehende Struktur oder solistisch auf bestehende Strukturen antworten kann. Es gibt auch immer wieder sehr schöne kleine Untergruppensituationen, dass die Spieler sich untereinander verständigen und kurze Wechsel miteinander verabreden, dann mit diesem Licht zeigen. Mein Projekt unter einer Spielanleitung und ich versuche immer sessionhafte Momente, da geht es direkt die Schalter runter, also da kommt direkt ein Schnitt und das ist halt sicherlich mal eine ästhetisches Parameter, das bei mir da drin hängt. Das ist in dem Moment eine Zäsur, ich meine, der Mann hat sofort die Möglichkeit, seine kleine Lampe anzumachen, weiterzumachen, aber na, wie gesagt, also die können mich da komplett sabotieren in dem Fall, da habe ich aber auch meine Mittel dann. Switchbox, das ist für mich ein Hauptthema, dass ich wirklich sagen kann, das sind in dem Sinne ganz originäre Individualsprachen. Die gibt es in der Form nicht nochmal ein zweites Mal. Das ist wirklich für mich wichtig dabei, das zu festzustellen. Ja, das ist auch eine unglaubliche, ich habe gestern mal jemanden von den Studenten über die Message von Switchbox gefragt. Und da musste ich feststellen, dass ich irgendwie gerade damit immer Probleme hat. Diese ganz einfachen Dinge, das hat mit Musik nichts mehr zu tun. Das hat nur mit Messages zu tun. Und ich glaube, die einzige Message, die man bei dem, was ich da mache, irgendwie so, oder bei dem, was wir da machen, das muss ich eigentlich so formulieren, ist, dass wir den Individualgeist nach vorne peitschen. Dass wir sagen, das ist tatsächlich interessant. Ne? So sein eigenes Ding zu machen, egal was da irgendwie der Rest der Welt davon denkt, irgendwie, ob das völlig irrsinnig ist, auf irgendwie Reis rumzutrommeln und danach irgendwie ein Mikrofon zu rühren, das ist einfach, und das mit meiner Stimme, völlig uninteressant, oder mit Nadeln auf Platten rumzukratzen, das ist wirklich völlig uninteressant. Wir machen das, weil das unsere Sprache ist. Ich bin so gegen dieses auf der Bühne spielen, weil ich habe diese Message nicht, ich hasse es mit dem Monitor zu spielen, nicht zu wissen, was die Leute draußen hören, irgendwie ich höre einen Mono-Monitor, baue mir seit Jahren tolle Stereo-Sounds irgendwie, die im Raum wandern sollen und muss mit dem Mono-Monitor beglücken, ich will den Raumsound, ich will das, was alle hören, ich will den Sound, den die Leute hören, im Griff haben, will den verändern, will sehen, was da passiert. Und bei mir ist das einfach wirklich auch so eine riesen Mischung aus so kleinen Boxen, die man irgendwo für kleines Geld in irgendeinem Musikgeschäften kaufen kann und Dingen, die man sich selber baut.
Das ist mehr so eine gewachsene Struktur, sag ich mal. Das ist, man fängt ja mit irgendwas an. Also die meisten haben irgendwie eine Tastatur. Ich habe früher Schlagzeug gespielt. Und dann plötzlich war da ein Radio drin in diesem Schlagzeug. Und dann habe ich angefangen mit diesem Radio in diesem Schlagzeug spielen und so weiter. Und irgendwann bin ich beim Computer gelandet. Und das ist einfach so ein ganz organischer Prozess gewesen. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Das war einfach da und ich habe es akzeptiert, dass ich das immer mehr reingezogen habe. Und irgendwann ist dieser Haushalt so entstanden, in dem ich jetzt seit 10 Jahren arbeite. Und der hat an sich eine Organik. Da ist nichts rauszunehmen in dem Sinne. Das ist alles für mich wichtig, dass es da ist, selbst wenn ich es in dem Moment gar nicht spiele. Das ist einfach nur als Möglichkeit, als Parameter der Möglichkeit. Dass man damit reagieren kann. Das sind einfach nur Reaktionsschemata. Ja. Ich spiele eigentlich in so einer etwas janusköpfigen Situation. Ich spiele selber. Agiere mit den Sachen und habe auf der anderen Seite immer noch diesen zweiten Kopf der planerischen Ebene eingeschaltet. Ja. Ich schaue, was gerade die Spieler treiben, ob sie sich selber konduktieren, ob ich sie konduktieren muss, ob ich irgendwelche Wechsel machen muss und so weiter. Das ist ungefähr die Ebene, auf der sich da meine Position da abspielt. Dieter, ja, Dieter, was soll man sagen, es ist Solid State on Bass. Also der Mann ist einfach, auch hat diese Flexibilität zwischen gestrichenem Bass, kann einfach kammermusikalisch spielen, hat diesen Jazz-Bass, diesen gezupften irgendwie, ich mag ihn einfach. Ist ja auch seit Jahren irgendwie in Köln in den verschiedensten Projekten tätig. Dieter, verlässliche Figur, die immer einen guten Ton hat. Trompete gestern Thomas Heberer. Thomas Trompete war mir in dem gesamten Kontext von Anbindung in Jazzmusik und so weiter immer diejenige, die am freigestellten lyrische Ebenen spielen kann und sich in keinster Weise auf diese Frickeleien einlässt, auf dieses tonale Frickeln. Also das war mir immer total ein Seelengenuss, dass jemand eine ganz, ganz ruhige Ebene wiederum setzen kann, ganz selbstständig sich durchsetzen kann, ohne sich da irritieren zu lassen und damit auch so einen Leitfaden zu spielen. Das ist Thomas, also den ich sehr schätze vom Ton her und auch als Mensch. Also von der Anwendung her mit einem sehr ähnlichen Instrumentarium her, wie ich als auch. Also David hat früher sehr viel mit Plattenspielern auch gearbeitet. Und was mir an ihm sehr gut gefällt, er kommt aus dem John Zorn-Umfeld, hat er da sehr viel mitgearbeitet und macht auch sehr interessante Eigenproduktionen, ist auch diese Verarbeitung von amerikanischer Kultur. Also das ist wirklich ein Thema beim David. Da zieht sich diese ganzen Easy Listening und sonstigen Leute der früheren Zeit, hat aber auch diese ganzen Filmemacher drauf. Irgendwie die Filmmusik und so, das ist ein Riesenthema für ihn, also gerade amerikanisches Kino. Und da finde ich, ist einer ganz vielen Leute, die eine extreme Übersicht haben und sehr sensibel mit diesem Material in der Improvisation umgehen kann. Thank you.
Andres Bossert, dazu gibt es Geschichten ohne Geschichten. Wir arbeiten jetzt auch schon sehr viele Jahre zusammen. Der Mann ist der Meister der Fantasie und der Geschichten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was der für Klangwelten im Kopf hat. Also der erste, der mir eigentlich bewusst gemacht hat, irgendwie, wie stark, also was Sender und Empfänger und so heißt als Körper, was das so bedeutet und über Entfernung kommunizieren und wie lange Schall im Raum steht und wie lange der braucht, um vom Mond wieder gespiegelt zu werden und wie das aussieht, wenn man einen Staudamm beschallt, ab wann, wo die Schallwand zurück und wie der parabolisch ist und wenn man mit Luftballons die Lautsprecher hochbringt, ab welcher Höhe dann welche Ebene entsteht und wie die in Indien das sehen, da haben wir uns sofort verstanden. Yoshido Otomo, ein wahrer Tausendsasser, Meister Kamikaze. Er ist ein ganz hervorragender Filmkomponist, also macht Filmmusik komponierte, ganz anders als das, was man normalerweise von ihm auf der Bühne kennt. Er kann eine extrem ruhig und elegische Arbeiten anfertigen. Hat seine fantastische Gruppe Ground Zero, mit der eigentlich so Hardcore-Trash. Punk irgendwas macht irgendwie. Ist ein kleiner Popstar in Japan irgendwie und ganz lieber Mensch, einfach hervorragend. Es führt auch diese ganze asiatische Kultur eigentlich so in seiner Formsprache mit rein. Also der geht da nicht hin und sagt jetzt will ich auch mal irgendwie Europäer sein. Das finde ich einfach total gut. Er führt seine Platten, was kommt alles aus diesem Umfeld, China, Japan und so weiter. Da hat er ein unheimliches Händchen für das gezielt einzuverfolgen. Also Daumen hoch für den Mann. Ja, David ist auch eine Beziehung, die jetzt schon einige Jahre anhält, auch schon um die 6 Jahre, wobei für mich eine interessante Erfahrung rauskam, dass David sich als Spieler da A, sehr, sehr, immer sehr sensibel in diese Strukturen eingebracht hat und B, einfach auch verändert hat für uns. Also ich kannte ihn aus gewissen Zusammenhängen, aus Danceband und so weiter und da auch ganz neue Sachen herauskamen. David, der ein unheimliches Spektrum in der Vokalsprache hat, was ich ganz toll finde, sich da so ein ganz eigenes Ding erarbeitet, also ganz, kommt ja rein vom Schlagzeug her, hat früher richtig Jazz-Schlagzeug gespielt und hat dann angefangen irgendwann mit diesem Schlagzeug mitzusingen. Und das kann er am besten selber erzählen. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie er sich da so langsam durchgespielt hat und die Leute ihn immer mehr geoutet haben als Wahnsinnigen irgendwie, weil er dann angefangen hat, die Paradiddle zu singen, als hat sie auf der Schwer zu trommeln irgendwie. Und das im Jazz-Kontext natürlich irgendwie unangenehm aufgestoßen ist. Und so und dann auch so mit Spielzeugelektronik und sehr offen damit umgeht und einfach auch ein sehr warmer Mensch ist. Frank Radkowski kenne ich auch schon natürlich sehr lange aus Köln irgendwie und ist auch im Bereich Reeds einer der flexibelsten Spieler, die ich mit kenne irgendwie, die also so zwischen neuen Musikebenen, sehr jazzigen Fragmenten und diesen expressiven Zirkularatmungstechniken irgendwie hin und her pendeln kann und den ich vom Ton her auch sehr gerne mag, weil er sehr geschmackvoll seine Instrumente zu den jeweiligen Situationen einsetzt. Vielleicht spielt er manchmal ein bisschen viel.
angefangen habe, da gab es ganz viele Abende. Da dachte ich, das ist der geilste Abend meines Lebens irgendwie. Ja, und 2 Jahre später denkst du, meine Güte, was hast du echt gemacht? Boah, schwitzt. Ne? Das ist so, das ist ja immer die Sache, da ist ein Entwicklungsprozess drin. Und ich bin selber immer noch erstaunt, irgendwie, wie sehr sich das immer wieder noch entwickelt. Und wer weiß, wie ich da jetzt in 5 Jahren drüber denke, was wir jetzt gespielt haben. Jetzt fand ich das einen wunderbaren Abend, musikalisch sehr spannend, war, also kamen die Reibungspunkte raus, die ich mir vorgestellt habe, gewünscht habe, dass sie entstehen. Und es waren schöne Schnittebenen drin. Ja, ich habe das Gefühl, die Kollegen haben sich wohl gefühlt. Das war wichtig, ist für mich immer sehr wichtig. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz wichtige Grundsache. Im Endeffekt ist das das Wichtigste, dass alle nach Hause gehen und irgendwie denken, prima, irgendwie war eine interessante Begegnung für mich da. Ich habe was selber, vielleicht sogar was Neues entdeckt. Und so, also dann sage ich, ist das ein Geschenk. Und das ist ein Geschenk, das wir als Musiker wirklich am wichtigsten nehmen. Frank hat was die Leads. Let me say, it's that man. Yoshihiro Atomo, Turntables, Guitar. Thomas Heber, Trompete.
Dieter Meierscheid, Bass, Gitarre. Andres Kosser, Kammerregie, Kammerregie.